ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Ich möchte heute mit euch über Aulus Gellius' Buch Noctes Atticae oder die Attischen Nächte sprechen. Das ist hier in einer zweisprachigen Edition herausgekommen im Reklamverlag. Erst neu erschienen. Der Verlag hat mir das auch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Und ich möchte mich dafür nochmal bedanken. Ich habe auch ein Unpacking von meinen verschiedenen Büchersendungen in Deutschland gedreht. Da war auch unter anderem dieses hier dabei. Ich verlinke euch das Video nochmal unten, falls ihr da nochmal vorbeischauen möchtet und schon mal so ein bisschen so eine Preview auf die nächsten Rezensionen haben wollt. Heute jedoch spreche ich über dieses Buch, das in Lateinisch-Deutsch erschienen ist. Es hat 250 Seiten. Ich glaube, ich erinnere mich korrekt. Und es kostet 7 Euro. Das ist hier in dieser ganz, ganz hübschen, orangen Universalbibliotheksausgabe erschienen. Und es ist zuerst im 2. Jahrhundert nach Christus erschienen. Also ich finde das ganz, ganz faszinierend. Das war auch jetzt das Erste, was ich aus diesem Stapel von Büchern gelesen habe. Denn ich hatte einfach so eine große Lust darauf, etwas zu lesen, was jetzt vor fast 1900 Jahren erschien. Und ich finde es wirklich ganz, ganz seltsam, wenn man das liest. Und es sind die Worte eines Menschen, der schon vor so langer Zeit gelebt hat und der auch eine ganz andere Welt zu sehen bekommen hat damals. Er hat hier verschiedene Gedanken versammelt. Es ist wie so ein Lexikon. Also er hat Essays hier reingeschrieben, Zusammenfassungen, Notizen, die er in längeren Winternächten, also deswegen auch die attischen Nächte, zusammengesammelt hat und hier Notizen für sich gemacht hat, um auch sein Allgemeinwissen immer auf einen guten Stand zu halten. Aber er hat damit auch beabsichtigt, nicht nur seinen Kindern eine nützliche und auch spaßbringende, denn er hat das alles auch recht schön geschrieben, sodass das nicht trocken ist, Freizeitlektüre zu bieten. Und er hat auch schon beabsichtigt, das zu veröffentlichen, sodass er auch das einem breiteren Publikum zugänglich machen möchte, die eben auch an eine Bildung interessiert sind, die ihr Allgemeinwissen auch so ein bisschen auffrischen wollen. Und er hat hier eine Auswahl an Themen getroffen, die, wie er findet, man wissen sollte, so im 2. Jahrhundert im Römischen Reich. Und er hat das wirklich alles über Jahre hinweg gesammelt. Er hat insgesamt 275 Autoren, lateinisch und griechischsprachig, hier so ein bisschen beschrieben, zusammengefasst, deren Werke hier auch wiedergegeben. Die wichtigsten Schlüsselworte oder Schlüsselgedanken hat er hier in seinen kurzen Abhandlungen, in seinen Notizen aufgeschrieben. Er deckt hier eine riesige Bandbreite ab. Also es ist wirklich, es wurde als Wikipedia des 2. Jahrhunderts beworben und das ist es auch. Also es geht hier um ein gutes Gastmahl und welche Gäste man einladen sollte und damit auch die Atmosphäre ganz nett ist. Über die richtige Ärmellänge der Toga bis hin zu berühmten Persönlichkeiten, also so die Stars und Sternchen der damaligen Zeit. Auch so ein bisschen Philosophie deckt er ab, Naturwissenschaften genauso, und ganz am Ende gibt es einen großen Teil, der betitelt ist als Kurioses. Man findet aber auch schon durchweg in dem Buch immer so ein bisschen etwas Kurioses, zum Beispiel auch, dass Flötenspiel doch bei Schlangenbissen helfen soll. Ich hoffe, falls ich jemals von einer Schlange gebissen werde, dass man mich nicht unbedingt mit Flötenspiel behandelt. Ich weiß nicht, wie die Erfolgsquote da damals war, darauf geht er leider nicht ein. Aber es ist wirklich wahnsinnig interessant. Also ich finde es einfach so, so toll, dass man auch über so vieles hier Bescheid weiß, dann, nachdem man das Buch gelesen hat. Es ist so Kleinigkeiten aus dem Alltag, einfach wie es so im Römischen Reich im 2. Jahrhundert war. Und im Nachwort wird auch beschrieben, dass das 2. Jahrhundert eine sehr ruhige Zeit war. Also das war schon so, als das Römische Reich so ein bisschen sich schon im Niedergang befand. Also es war so eine Zeit der Stagnation. Es ist nicht mehr großartig viel Heldenhaftes passiert. Und so hat sich auch der Autor eher auf das Vergangene besonnen. Und er hat so die herausragende Zeit und die Tugenden und
ja, tollen Sachen, die die Griechen und die Römer gemacht haben, hier hervorgehoben und gar nicht so viel auf das damals Moderne hat er sich bezogen, was ich auch sehr interessant finde. Und im Nachwort wird dann auch nochmal so hervorgehoben, dass wir vieles gar nicht wüssten, wenn es nicht Aulus Gellius und seine attischen Nächte gäbe. Ich muss auch dazu sagen, das hier ist eine Auswahl. Er hat insgesamt 20 Bücher, also sein Werk umfasst 20 Bücher seiner Notizen. Das hier ist jetzt so eine Auswahl, die getroffen wurde. Und er hat da so viele andere Persönlichkeiten mit aufgenommen, die völlig in Vergessenheit geraten wären, wenn es diese Notizen eben nicht gäbe. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend. Also ich habe das jetzt bestimmt schon 5-mal gesagt. Aber das war so ein tolles Leseerlebnis und so ein interessanter Blick in die damalige Zeit, dass ich wirklich noch ganz begeistert bin. Ich habe das auch erst vor, ich glaube, 2, 3 Stunden ausgelesen. Also ich bin noch so in dieser Nachbuch-Euphorie. Natürlich ist das Buch besonders interessant für all diejenigen von euch, die Latein in der Schule vielleicht oder im Studium gelernt haben und hier sich mal wieder so ein bisschen an etwas ausprobieren möchten. Ich habe auch immer mal den lateinischen Text überflogen. Ich muss sagen, ich konnte nicht mehr den Wort für Wort übersetzen. Dafür ist es einfach bei mir schon zu lange her, dass ich Latein hatte. Nach der 12. Klasse habe ich mich nicht mehr damit beschäftigt. Aber doch so den Kontext und das große Ganze habe ich noch so ein bisschen herausziehen können. Das hat auch viel Spaß gemacht. Und das Nachwort richtet sich neben diesem historischen Kontext und neben der Person Aulus Gellius, die hier beschrieben wird, auch an Lateinlernende oder Lateinstudierende, denn es wird hier auch auf die sprachlichen Besonderheiten im Werk eingegangen. Und ich möchte euch jetzt abschließend noch ein kurzes Essay daraus vorlesen, damit ihr auch so ein bisschen ein Gefühl für das Buch bekommt. Ich möchte dazu sagen, dass das hier nicht aus der Kategorie Kurioses stammt. Das hier ist aus einem Bereich, in dem es um Recht und Rechtsprechung auch interessante Rechtsfälle geht. Und das ist übertitelt mit Benehmen vor Gericht. Es wurde einmal über die amtliche Rüge eines Mannes beraten, der von einem Freund als Rechtsbeistand oder Zeuge vor die Zensoren gerufen worden war und nun vor Gericht sehr vernehmlich, ja auffallend laut gähnte. Und es war nahe daran, dass er sich die Prügelstrafe zuzog, weil dies sozusagen ein Beweis für eine allzu lockere Einstellung und eine gedankenlose, charakterlose und demonstrative Gleichgültigkeit gegenüber dem Gericht sei. Als er aber beschwor, er sei ganz gegen seinen Willen und trotz Gegenwehr vom Gähnen befallen worden und leide an der sogenannten Gähnsucht, da erst wurde die schon festgesetzte Strafe erlassen. Und da es jetzt schon spät ist und bevor mich auch die Gähnsucht noch überkommt, möchte ich mich jetzt bei euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich möchte noch ganz kurz sagen, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das Buch bewerte. Entweder 4 oder 5 Sterne. Ich hatte es wirklich fasziniert. So komplett vom Hocker gerissen hat es mich nicht, aber ich finde es wirklich sehr, sehr außergewöhnlich, ein ganz tolles Leseerlebnis und sehr faszinierend. Ich tendiere aktuell ein bisschen mehr zu 4 als zu 5 Sternen, aber auf alle Fälle ist das eine große Leseempfehlung, die ich euch zu dem Buch aussprechen kann. Und ja, damit wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Ich werde es mir auch mit meinem Haufen neuer Bücher gemütlich machen und ein bisschen lesen. Und wir sehen uns dann ganz bald im nächsten Video, hoffentlich wieder. Tschüss!